Jo, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Saga. Hier geht's jetzt endlich mal weiter. Und ja, ich hoffe, meine Facecam ist soweit an einer Position, wo wir sie nicht im Weg haben. Hier gibt's ja doch einige Anzeigen und ja. Vorher nun kurz mal ein LP angeschmissen von mir. Während des Fluges war mir insbesondere wichtig, dass die Kamera nicht ganz so um meine Ecke ist, weil ja, wir wollen ja den Text oben lesen können, aber trotzdem die HUD-Anzeigen auf der rechten Seite haben und ja. Schauen wir mal, wie das weitergeht hier. It appears that the rumor mill has been producing a rather bleak view of our current situation as of late. Especially after the latest news on the Kilrath. Jede Menge Text halt, aber wie gehabt werde ich dem nicht so gerecht werden hier. We're minutes away from jumping into the Loki system. This is enemy controlled territory, so we're expecting a toasty warm reception at best and a flaming hot one at worst. Alpha Flight will be Stingray, Sandman, Ninja and Assassin. You'll launch from the Hermes the moment she secures from jump stations. The rest of the archers, as well as every other squadron on board, will have fighters prepped as well. We will be deployed depending on the tactical situation. The Jim Bowie and John Paul Jones will be jumping in as well, but the rest of the battle group will hang back in Blackmane to take part in something else that the skipper has cooked up. Alpha, once the immediate area is secure, you will proceed to Nav 1 and Nav 2. Clearing a path for the Hermes. Enemy patrol ships and sensor buoys are primary targets. The Jim Bowie will be jamming both nav points, so the cats won't be able to get a message off or get a fix on our forces. But the greatest danger to this operation is a fighter identifying us and escaping. Once this sweep is complete, you'll rendezvous with the Hermes near one of the system's asteroid belts at Nav 3. From there, you'll escort the Hermes into the asteroid field to an appropriate hiding spot. Only when the Hermes is secure can we begin the recon operation. Questions? Dismissed. Dismissed. Jo, dann Jump Point sichern. Räumen Sie TCS Hermes einen Weg frei, damit sie das Asteroidenfeld erreichen kann. Jo. Erstmal durch den Jump Point anscheinend. Ja. Okay. Double Zell hier. Key-System. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das passt ganz gut mit der Webcam, ne? Das finde ich ja. Also im Pausenmenü bringt mir das nichts, sehe ich das nicht.
Tja, was mache ich am besten mit den Dingern hier? Raketen drauf oder was? Das scheint auch nicht so gut zu wirken, ne? Ja, nur noch diese Dinger hier. Primärziel erreicht, ja, das ist ja schon mal super. Na dann, ab geht's. Wollen wir mal gespannt sein, wie es weitergeht hier. Den haben wir. Die Javelin bringen mir irgendwie nichts. Bisher wohl alles geklappt hier, missionstechnisch. Jo. Thank you.
kollidieren hier. Naja, ich fliege wieder auf, wie ich bin, der ich bin oder so, ne? Hier. Auf die Triebwerke hier. Hoffentlich bin ich nicht zu nah dran. Immer schön draufhalten hier. Ziel erreicht. Sehr schön. Es gibt hier erstmal einen dicken Angriff auf die Karasi, wie mir scheint irgendwie. Mehr Angriff, deutlich mehr Angriff als Verteidigung hier. Vorher waren wir ja bislang irgendwie immer im Nachteil, ne? Asteroiden.
zerstören. Alpha Wing, our sensors are picking up enemy fighters and bombers inside the asteroid field. So, jetzt haben wir noch ein paar Katzen vor uns. Die müssen wir wegkriegen hier. Denn die werden uns gefährlich. Beziehungsweise der TCS Hermes. Der Bomber eben. Da ist noch einer. Wobei der ist schon fast hin, ne? Kümmern wir uns mal um den hier. Ich flieg da mal lieber hin. Sonst wird das hier nichts mehr. Na gut, brauch nicht. Folge ich einfach mal der Hermes hier. Landeerlaubnis. Na dann. Excellent work, Alpha Flight. Recon missions are right in the Aero's sweet spot, aren't they? Their low RCS is better than all the armor in the world on these clandestine operations. We just received word that our forces slipped in behind the distracted cats and decimated the enemy force, taking out three corvettes and a destroyer.
escorts are en route to rendezvous with the Hermes now. We don't want to stay in Loki any longer than we need to, so expect a lot of sorties in a very short amount of time. Being one of the Aero Squads on board, we're going to get most of the work. Dismissed. Oh, then. Ich werde dann aber in Zukunft noch meine Facecam-Position mal noch ein bisschen optimieren. Ich denke, ich werde sie noch ein Stückchen weiter runtersetzen und noch ein bisschen weiter nach links, weil das dann tatsächlich auf alle möglichen Spiele so halbwegs zutreffen dürfte. Und bis zur nächsten Folge, ne? Bis dann. Ciao.